Wir wollen uns heute mal etwas ganz Besonderes anschauen, denn als ich die ganzen Projekte mal endlich durchforstet habe, die ihr mir so mit der Zeit zugeschickt habt, irgendwelche Side-Hustles, Krypto-Projekte oder passive Einkommensseiten, bin ich da auf ein ziemlich interessantes Side-Hustle gestoßen. Eine Website, mit der man Geld verdienen kann, aber tatsächlich gar nicht mal wirklich online, denn hier verdient man schon auf ziemlich spezielle Weise Geld. Tatsächlich ist das auch einer der Gründe, warum ich die Seite leider nicht testen kann, dazu aber gleich noch mehr. Ich würde aber sagen, wir schauen uns das einfach mal direkt an. Die Seite nennt sich Konzertare und hier muss man als allererstes mal angeben, wo man herkommt, wer man ist und so weiter. Und dann findet man hier verschiedene Jobs bei der Jobsuche und kann zum Beispiel Geld verdienen, indem man einen Testbesuch bei einem Autohaus macht. Und ja, ihr seht richtig, 1258 Euro mit 41 Jobs, das scheint auch völlig ernst gemeint zu sein. Ich habe mich da auch mal ein bisschen belesen und ein bisschen umgehört, also die Seite soll wohl wirklich völlig legit sein. Dafür muss man aber auch ziemlich spezielle Dinge machen, um hier an sein Geld zu kommen. Ich habe jetzt hier einfach mal mir einen Ort ausgesucht, hier mal beispielsweise Hannover genommen, damit wir ein halbwegs normales Beispiel haben. Keine zu große Stadt, aber jetzt auch nicht das letzte Kaff. Aber auch in meinem echten Wohnort Rostock waren hier definitiv mehrere hundert Euro an Jobs verfügbar, obwohl Rostock nochmal deutlich kleiner ist als Hannover, glaube ich zumindest. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was man denn hier machen muss für zum Beispiel 20 Euro. Beratungsgespräch bei einem autorisierten Seat-Händler für einen Neuwagen-Elektromotor. Ja, man muss tatsächlich zu Seat gehen und sich für ein neues Auto beraten lassen. Und danach teilt man dann seine Erfahrungen hier auf der Konzertare-Seite. Achtung, der Test muss nicht in der definierten Postleitzahl durchgeführt werden, sondern sie suchen sich im Umkreis der Postleitzahl einen passenden Händler heraus. Voraussetzung, sie müssen ein Smartphone besitzen. Ein eigener PKW ist nicht zwangsläufig Pflicht. Man muss ja also tatsächlich gar nicht allzu viele Voraussetzungen erfüllen, zumindest für diesen Job. Wir kommen gleich auch noch zu anderen, wo es etwas komplizierter wird. Aber dann kann man dort einfach hingehen, sich so ein Beratungsgespräch buchen oder spontan einfach sagen, ich möchte mich beraten lassen und muss dann hier im Nachhinein seine Erfahrungen mit diesem Seat-Händler und diesem Beratungsgespräch teilen. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann. Aber es gibt zum Beispiel auch noch das hier, nämlich den Testbesuch beim Autohaus für 40 Euro, der meiner Meinung nach auch deutlich interessanter ist, denn 20 Euro für so ein Beratungsgespräch, was ja doch eher eine ungewöhnlichere Art zum Geldverdienen ist, für viele vielleicht auch zu unangenehm, da muss man da vielleicht erst noch hinfahren, dann dauert das Beratungsgespräch seine Zeit, da muss man wieder zurückfahren. Also 20 Euro könnten gar nicht mal zu so einem guten Stundenlohn führen, aber die 40 Euro hier, die klingen da deutlich besser, denn eigentlich muss man nahezu nichts anderes machen. Sie lassen sich zu einem Neuwagenverbrenner im Autohaus beraten mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung. Also hier ist spontan hingehen definitiv nicht möglich und Feedback gibt es dann vor Ort. Denn man muss sich anscheinend während des Gespräches als Tester outen und dann sein persönliches Feedback direkt an den Verkäufer geben und hier muss man tatsächlich auch 30 bis 70 Jahre alt sein und ein Auto, ein Smartphone und einen Drucker haben. Und genau das ist auch der Grund, warum ich diese lukrativeren Sachen auf jeden Fall nicht testen kann, denn ich bin keine 30 Jahre alt und habe Stand jetzt auch keinen Drucker, da meiner leider nicht mehr funktioniert. Trotz alledem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass unter meinen Zuschauern einige Leute sind, die diese Bedingungen erfüllen. So kompliziert sind die dann nämlich auch nicht. Und für die es vielleicht eine Option wäre, mal einfach zu einem Autohaus zu gehen und sich hier mehrfach 40 Euro zu verdienen. Denn vereinzelt habe ich das Gefühl, dass man nicht mehrere Sachen auf einmal machen kann. Vieles wirkt zu ähnlich. Könnte sein, dass es denn dasselbe Autohaus wäre und man das dementsprechend nicht machen kann. Zwischendurch gibt es aber auch auf jeden Fall verschiedene Autohändler, verschiedene Adressen, verschiedene Postleitzahlen. Also definitiv kann man hier auch mehrere Jobs auf einmal machen. Es gibt aber auch darüber hinaus nicht nur diese Autohaus-Jobs. Zum Beispiel gibt es hier auch noch Testkäufe bei
Erlebnis-Supermärkten, Einkauf in einem Supermarkt, Bewertung des Einkaufserlebnisses hinsichtlich der Serviceorientierung der Mitarbeiter und der Präsentation des Produktsortiments, Mindesteinkauf 20 Euro, verbotener Testwochentag Mittwoch. Man muss hier also zu einem Supermarkt gehen, eine bestimmte Anzahl an Zeug kaufen und kriegt dann hier 28 Euro, was ja auf jeden Fall schon mal diesen Mindesteinkaufsbetrag deckt. Also der Einkauf geht hier auf Konzertare und man bekommt sogar noch mal 8 Euro obendrauf, indem man hier einfach nur im Nachhinein sein Einkaufserlebnis hinsichtlich der Serviceorientierung und so weiter einordnet. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, gerade hier diese Supermarktgeschichte, da das natürlich noch mal mehr Leute ansprechen könnte, als jetzt hier so ein persönlicher Besuch im Autohaus, wo man sich dann vielleicht auch noch als Tester outen muss. Und ich habe gar nicht so viel weiter geschaut, vielleicht gibt es hier sogar noch ein paar andere interessante Sachen. Und nein, es scheint nicht danach auszusehen, es gibt hier nur noch lukrativere Angebote, zum Beispiel hier, sie lassen sich als Terminkunde zu einem Neufahrzeug beraten, Test mit direktem Outing und Feedback mit dem Verkäufer, also eigentlich genauso wie oben, dafür gibt es aber dann auch schon 50 Euro, aber andere angebotene Jobs als hier diese Supermarkteinkäufe und diese Autohausbesuche scheint es hier zumindest für Hannover und auch in Rostock, wo ich eigentlich herkomme, nicht zu geben, kann aber natürlich anders sein, sollte man jetzt zum Beispiel aus einer größeren Stadt kommen, wie Berlin, Hamburg und so weiter. In jedem Fall eine ziemlich interessante Sache. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige von euch sich damit anfreunden können. Und falls das jemand mal ausprobieren sollte, dann teilt auch sehr gerne mal eure Erfahrungen mit mir, entweder per DM oder auch irgendwo in den Kommentaren unter diesem Video oder irgendwo anders. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Denn eigentlich finde ich die Seite ziemlich interessant und es hätte auch durchaus ein cooles Video werden können, wenn ich dann zumindest 30 Jahre alt wäre. Das war's dann nun aber auch schon wieder für heute. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass liebend gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten folgt mir auch gerne auf Twitch, um beim nächsten Stream direkt live mit dabei zu sein. Und falls du Bock auf noch mehr Videos haben solltest, dann check unbedingt mal meinen Hauptkanal aus. Dort lade ich nämlich jede Woche Videos zu Themen wie passivem Einkommen, Online-Geld verdienen oder auch Kryptowährungen hoch. Links zu beiden Kanälen findest du selbstverständlich unten in der Videobeschreibung.